Hallöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo bezüglich meines YouTube-Kanals bzw. den Videos darauf. Der eine oder andere hat es vielleicht bemerkt, es gab relativ wenig Videos in letzter Zeit, bis gar keine, und zwar so ungefähr 6 Monate. Also von Oktober bis März, von Oktober 2017 bis März 2018. Schuld daran war eigentlich der Umzug, den ich hatte. Da musste ich den PC abbauen, hier aufbauen, dann habe ich ewig lang gewartet, weil wir mussten Büro, Wohnzimmer und Schlafzimmer umgestalten ein bisschen, also ausmalen, Boden legen und so weiter. Büro ist immer noch nicht fertig und da dachte ich mir, oh, warum sollte ich den PC aufbauen, den musst du ja nachher wieder abbauen, weil wenn man den Boden legen muss, ich den Tisch raus und so weiter und so fort. Das war alles ein bisschen, warum sollte ich das jetzt machen? Ich habe es ja doch gemacht, weil ich so selbst auch wieder dazu kam, mehr zu spielen, weil ja schon alles fertig war dann teilweise. Jetzt kam ich dann wieder mehr zum Spielen, habe mir dann ein paar Spiele runtergeladen, wie Subnautica oder City Skylines, Factorio und so weiter, damit ich halt irgendwas spielen kann, aber nie ein Let's Play machen kann. Vor allem auch, weil ich eine neue Grafikkarte gesucht habe, die ich gefunden, gekauft, eingebaut, hat nicht ganz reingepasst, da war der Festplattenkäfig im Weg, musste ich den ausbauen. Dann dachte ich mir, hast du eine neue Grafikkarte, setze ich einfach neu auf, dann ist mal alles weg, also alte AMD-Treiber, weil ich jetzt eine Nvidia-Grafikkarte habe, die alten AMD-Treiber weg, dann habe ich halt den PC auch, ja, wie gesagt, neu aufgesetzt. Das hat dann, da wollte ich auch nie so wirklich drüber, weil es aufwendig ist, alles weggesichert. Da ist mir leider passiert, dass ich vergessen habe, die Witcher 2 Saves mitzunehmen, weil ich wollte ja den 3er mit dem 2er Save Game starten. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es noch auf irgendeiner Festplatte, aber da würde ich jetzt nicht drauf hoffen. Also wenn, dann werde ich einfach diese Papierszene, die es da beim dritten Witcher gibt, nutzen und die Sachen anhaken, die wir, also die ich oder wir gemacht haben. Das war es eigentlich. Ich war dann auch nochmal kurz krank, 3 Tage. Das hat vielleicht auch ein bisschen was verzögert. Aber grundsätzlich war es das. Das Internet war auch noch so ein Problem, weil der hatte einen Download, der war ganz okay. Der hat zwar alles blockiert, was sonst so gemacht wurde, aber hauptsächlich war das Upload ein Problem, weil der war bei 300 Kbits und da kannst du einfach keine 2 bis 4 GB Datei hochladen, da wirst du nicht fertig, ja. Vor allem, wenn du 2-3 Folgen hochladen willst oder so, ja, das insgesamt dann, keine Ahnung, vielleicht 12 GB hat oder so, weil es ein bisschen länger ist oder sonst was. Das war's eigentlich auch schon mit dem Infovideo. Ich werde in Zukunft vermutlich, also ich werde jetzt wieder versuchen, öfters Let's Play zu machen, vielleicht nicht mehr ganz so regulär wie sonst immer, das heißt entweder also bei einem Let's Play jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Es ging ja relativ gut, bis ich halt aufgehört habe, ging es dann so, es ging so 3-4 Monate gut eigentlich, muss ich zugeben. Aber das war, also bei Assassin's Creed, glaube ich, beim dritten Teil ging das relativ gut noch, aber ja, das war dann wieder so. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, da muss ich mir noch was überlegen. Auf jeden Fall würde ich jetzt mal behaupten, werde ich jetzt mal das Spiel da im Hintergrund hernehmen, das ist super hot. Das werde ich jetzt einfach hernehmen, weil das habe ich bekommen, wollte es ja eh schon immer mal spielen, habe es mir halt noch nie geleistet, sage ich jetzt mal. Und werde das einfach jetzt mal Let's Playen, das ist ein relativ einfaches Spiel, das geht relativ schnell zum Let's Playen, da brauche ich nicht großartig mehrere Stunden davor sitzen. Das geht so 20 Minuten folgenmäßig, geht das ganz gut. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das ein bisschen und ja, das mit Witcher hoffentlich auch, weil das fuchst mich schon selbst ein bisschen, weil ich das halt einfach vergessen habe. Wie gesagt, ich werde nochmal nachschauen, vielleicht habe ich es irgendwo rumliegen auf einer Festplatte, vielleicht habe ich es eh unterbewusst weggesichert, aber ich kann mir es fast nicht vorstellen. Das war es dann eigentlich auch von meiner Seite. Also hier ist alles in Ordnung bei mir sonst. Ich hoffe bei euch auch und ich nehme das ja vor Ostern auf, deswegen wünsche ich euch jetzt das einfach mal frohe Ostern und ich danke für für eure grundsätzliche Unterstützung und ich hoffe, wir sehen uns in einem Let's Play von mir wieder. Ich wünsche euch viel Spaß, schönes Wochenende und weil ich nehme es auch gerade vor dem Wochenende noch auf, so rechtzeitig. Wer jetzt natürlich kein Wochenende hat, dann wünsche ich halt einfach einen schönen Tag. Das ist das Mindeste, was ich machen kann. Oder einen schönen Abend, je nachdem. Aber ja. Also auf jeden Fall viel Spaß und wir sehen uns dann einfach in einem Let's Play hoffentlich wieder. Also ciao, bis dann. Baba.